Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's einen Pilates-Kurs für dich. Wir beginnen auch gleich auf dem Boden. Einmal ganz kurz dich gemütlich hinsetzen, so wie es für dich jetzt wirklich angenehm ist. Aufrichten, dein Brustbein anheben und deine Hände mal auf deine Rippenbögen legen. So auf die Flanke, also unter die Brust. Spür deine Rippenbögen und versuch einen kurzen Moment mal in deine Atmung hineinzuspüren. Atme durch die Nase ein. Spüre, wie deine Rippenbögen sich heben, deine Flanken sich öffnen und durch den Mund wieder ausatmen und deine Fingerspitzen wieder zueinander finden. Also einatmen, Rippenbögen heben und ausatmen, Rippenbögen wieder senken. Einatmen, heben und aus, wieder senken. Und wenn du ausatmest, versuchst du, deinen Bauchnabel ganz sanft nach innen zu ziehen, so aktivierst du dein Powerhouse auch gleich. Und einatmen, in die Flanken atmen, dann bleibt die Zentrierung in der Mitte erhalten. Genau, also nach außen, in die Rippenbögen. Mach genau das weiter und nimm jetzt deine Hände mal dazu. Und zwar nimmst du die Arme nach oben mit dem Einatmen und spüre, wie dabei die Rippenbögen sich automatisch anheben. Und mit dem Ausatmen lässt du deine Arme wieder sinken. Also einatmend nach oben ziehen, dich lang strecken, Schultern tief und ausatmend wieder tief. Merkst du, dieses Armheben hebt automatisch auch deine Rippenbögen. Wenn du deine Arme senkst, dann senken sich automatisch wieder die Rippenbögen nach unten. Und dieses Bewusstsein für dein Powerhouse, für deine Körpermitte, einfach mal mitnehmen jetzt in die nächsten Übungen, die wir machen. Mit dem nächsten Ausatmen lässt du nämlich deine Schultern, deine Arme tief sinken und entspannst einen kurzen Moment. Wir kommen jetzt eins weiter in den Vierfüßlerstand. Deine Hände positionierst du unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüftgelenke, deine Finger spreizen, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und jetzt atme aus, mach deinen Rücken ganz rund, atme ein. Und ganz bewusst den Bauchnabel in Richtung Boden ziehen. Nochmal ausatmen, so richtig weit nach oben rund werden. Und einatmend nach unten. Wir mobilisieren unsere Wirbelsäule. Und dann kommst du langsam wieder zurück, machst deinen Rücken gerade und gerade ist wirklich diese doppelte S-Krümmung. Zieh dich aus deinen Schultern raus, atme aus und drücke mit deiner rechten Hand und deinem linken Knie in den Boden. Atme ein, löse, atme aus, linke Hand drückt, rechtes Knie. Man sieht jetzt zwar von außen nicht viel, aber du müsstest merken, wie deine Körpermitte automatisch aktiv wird, wenn du in der Diagonalen hier Druck aufbaust. Ist auch eine super Rückenübung für die Rumpfstabilisatoren. Und wenn jetzt die eine Seite Druck gibt, versuchst du die andere Seite lang werden zu lassen. Daumen Richtung Decke, Bein wird lang. Und einatmend absetzen, ausatmend die andere Diagonale, einatmend absetzen und aus und ein. Durch den Druck wird die eine Seite leichter. Und hebst die andere Seite vom Boden ab, spürst deine ganze Rückseite, Muskulatur, Rückenstrecker. Halte dann eine Seite oben, bleib hier. Und jetzt versuchst du mit deinem
Unterschenkel hier. Ganz kurze Kicks auf den Boden und dann ziehst du dein Bein wieder hoch. Also, der Unterschenkel kickt. Ein-, zweimal. Einatmen und ausatmen. Anheben. Ein- und aus. Wenn es wackelt, trainierst du deine Körpermitte. Einatmen, ausatmen. Einatmen, aus. Und setz ab und entspann dich. Kurzen Moment. Ich hoffe, du hast die Mitte gespürt. Und wenn du wackelst, dann reagiert die Mitte immer, ohne dass wir das willkürlich steuern können. Also dann hast du es genau richtig gemacht. Jetzt noch einmal wechseln. Druck mit der anderen Diagonalen. Die andere Seite hebt jetzt nach oben an. Zieh dich in die Länge und kicke. Atme ein und atme aus, zieh hoch. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Immer wieder in der Mitte die Balance finden. Kicken, hoch. Kicken. Letztes Mal. Und absetzen und entspannen. Arme auslockern. Sehr gut. Dann kommst du gleich eins weiter, nimmst deine Füße nach vorne durch, rollst dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Deine Arme neben den Körper. Wenn du für deinen Kopf ein Kissen brauchst oder ein Handtuch oder Matte, dann leg sie dir einfach drunter. Jetzt atme aus, heb dein rechtes Bein. Im nächsten Ausatmen dein linkes. Und wenn es geht, bist du hier in der neutralen Position deiner Wirbelsäule. Also drück mal den Rücken kurz runter, löse nochmal, drück runter. Spür, wie es sich anfühlt, wenn du ihn runterdrückst. Und wenn du deine neutrale Position einnimmst, was dann dein Bauchmuskel macht, der müsste eigentlich sofort aktiv werden. Jetzt bleib neutral, sodass die Wirbelsäule in ihrer doppelten S-Krümmung liegt. Nimm deine Fußspitzen auseinander. Bleib mal. Ich drehe mich nur ein bisschen seitlich. Und versuch, deine Knie zu öffnen. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Dann versuchst du, deine Knie zu schließen und deine Unterschenkel zu öffnen. Also Fußspitzen, Knie. Dein Tempo. Genau, und bleib immer noch neutral. In neutraler Wirbelsäulenposition bewegst du jetzt deine Beine in den Hüftgelenken. Das ist schon anstrengend, den Bauch hier zu halten. Jetzt bleibst du in der Außenrotation, lässt die Knie nach außen schauen und streckst ausatmend einmal rechts und ausatmend einmal links nach diagonal oben. Nochmal aus. Versuch immer noch zu halten. Und vielleicht, wenn du das Gefühl hast, du kannst es gut halten, kannst du das Bein auch noch weiter nach vorne wegschieben in der Außenrotation. Also nach diagonal außen. Becken bleibt stabil, aber nur so tief, wie du das Gefühl hast, du kannst es auch wirklich gut halten. Es gibt kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg. Müsstest du merken, in der Bauchmuskulatur, letzten Wiederholungen noch, 3, 2, 1 und Knie schließen.
Und kurz mal mit deinen Händen deine Knie fassen und ranziehen. Gerne auch kleine Kreise ausführen mit den Knien. Hüftgelenke lockern. Andersrum kreisen. Sehr gut. Und dann stellst du die Füße nochmal nacheinander auf, sodass sie ungefähr hüftschmal stehen. Und jetzt schiebst du mit dem Ausatmen dein Steißbein Richtung Ferse und kommst langsam nach oben, Wirbel für Wirbel. Gerne mal deine Hände auf die Rippenbögen legen. Und wenn du ausatmest, Rippenbögen schließen und dich ganz langsam wieder tief senken. Auch wenn du unten bist, einatmen, lösen. Ausatmen, Rippenbögen schließen, wie wir das vorher im Sitzen gemacht haben. Und dann wieder ein und aus. Genau, und du merkst, wie dein Powerhouse, deine Körpermitte, die Bewegung richtig schön unterstützt. Und wenn du das nächste Mal oben bist, dann bleibst du oben. Hast deine Rippenbögen geschlossen, bist also maximal bei deinen Schulterblattspitzen, Arme neben den Körper. Kreuze jetzt mal dein rechtes Bein über das linke. Becken bleibt erstmal nochmal hier oben. Und jetzt atme ein, lass das Knie tief sinken. Links bleibt an der Stelle, wo es vorher war. Atme aus, schieb dein Becken wieder hier nach oben. Einatmen tief und ausatmen hoch. Jawohl. Spür die Körpermitte, Gesäß hinter den Oberschenkeln natürlich auch. Geht noch fünf. Noch zwei Stück. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Letztes Mal. Und Bein strecken, lang ziehen, aufstellen und abrollen. Kurz unten entspannen. Und was sich auf alle Fälle lohnt, ist mal ein Seitenvergleich. Wie fühlen sich deine Hüften an? Fühlt sich dein Rücken an? Im Vergleich rechts und links. Eine Seite haben wir noch. Nochmal Rippenbögen schließen. Ganz langsam nochmal aufrollen. Bis du wieder oben bist. Aktiven Powerhouse. Hebst dann dein linkes Bein, kreuzes. Achte darauf, dass rechts wirklich oben bleibt. Einatmen, links kippt. Und ausatmen. Schieb dein Becken nochmal hoch. Ein und aus. Lass dein Knie auch wirklich da, wo es ist. Nur die linke Hüfte kippt ab. Noch fünf. Gut. Eins. Zwei. Bauch fest. Drei. Vier. Fünf. Halte hier. Streck dein Bein. Mach dich lang. Und Fuß abstellen. Und abrollen. Einmal kurz lockern, Armbeugen mehr zur Seite und dann mit die Knie auf eine Seite, Kopf zur anderen und nacheinander zurück. Das Ganze zur anderen Seite, nacheinander zurück, einmal so ein bisschen lockern.
wenn du das nächste Mal auf der Seite bist, so dass du zu mir schaust, dann bleibst du da liegen und drehst dich mal ganz rüber auf die Seite. Mach dich ganz lang, Beine strecken, Arm strecken. Jetzt nochmal Powerhouse aktiv, stütze dich hier vorne ab, leichten Druck aufbauen, so dass du merkst, deine Körpermitte wird aktiv. Heb deine Beine jetzt an, auch deinen Oberkörper ein bisschen. Und deine Fußspitzen, die schauen ganz leicht nach außen. Jetzt bleibst du so, dass hier ein Glas Wasser stehen könnte. Nimmst dein oberes Bein hoch, einatmen, beugst und fahr am anderen Bein entlang wieder tief. Mobilisation Hüftgelenk, Kraft natürlich auch Mitte, Außenseite. Also nur so hoch gehen, wie dein Becken liegen bleiben kann. Noch zwei Stück. Eins. Zwei. Jetzt bleibst du noch einmal hier. Mach dich ganz lang. Atme aus, oberes Bein zurück. Atme ein, oberes Bein nach vorne. Ausatmen, zurück. Einatmen, nach vorne. Mitte spüren. Letztes Mal und entspannt ablegen. Super. Ich hoffe, du hast auch deine Außenseite gespürt hier. Drück dich einmal nach oben. Locker nochmal aus. Und dann kommen wir gleich zur anderen Seite. Und da fangen wir wieder ganz langgestreckt an. Also, nur mein Mikro ein bisschen zur Seite. Beine lang machen. Glas Wasser auf deine Hüfte stellen. Powerhouse aktiv. Stütze dich hier vorne ein bisschen ab. Wenn du Druck gibst, aktivierst du automatisch deine Körpermitte. Heb deine Beine an, deinen Rumpf. Und jetzt kommt das Bein wieder hoch, ein- und ausatmend am anderen Bein entlang tief. Merkst bestimmt auch, dass eine Seite leichter geht wie die andere. Es wird schon schwerer. Bleib hier, oberes Bein zurück. Aus, nach vorne, ein, zurück. Versuch das hintere Bein auch immer gestreckt zu halten. Schummelt man gern so ein bisschen. Und dann bleibst du noch mal. Und entspannt ablegen, einmal kurz lösen, super. Und rumdrehen in die Bauchlage, Oberschenkel fassen, Hände auf den Boden stützen, Rücken rund. Mal kurz so richtig in alle möglichen Richtungen bewegen. Einmal durchbewegen. Oberschenkel fassen kommt gleich. Wenn du jetzt nämlich noch einmal hochkommst, mit deinen Händen zurück, fass deine Oberschenkel. Mach deinen Rücken ganz rund, lass die Knie gebeugt. So richtig ziehen an den Oberschenkeln. Und nochmal gerade nach vorne kommen, absetzen, aufrichten, setz dich wieder so hin, wie es für dich gerade angenehm ist.
wie du gemütlich sitzt. Locker die Schultern. Zieh eine Schulter mal tief. Lass den Kopf zur Gegenseite neigen. Ganz egal, wie du jetzt sitzt. Hauptsache, dir ist es gemütlich angenehm. Spür die Dehnung im Nacken. Und nimm den Kopf ganz leicht nach vorne, so dass du etwas weiter hinten die Dehnung spürst. Und nochmal nach vorne, zur anderen Seite. Schulter tief ziehen, die andere Schulter ganz locker lassen. Und ganz leicht nach vorne schauen, dass du es weiter hinten spürst. Und dann lass den Kopf nochmal nach vorne hängen. Ganz schwer. Atme aus, den Kopf nochmal anheben. Ganz stolz und aufrecht, Schultern lockern. Fleißig. Einmal wirklich den ganzen Körper mobilisiert und stabilisiert. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Wenn es dir gefallen hat, oben bei dem Infopunkt stehen oder es sind noch mehr Videos, die dir dann vielleicht auch gefallen, Spaß machen. Atme ein, streck dich ganz lang. Atme aus, lass nochmal locker. Und ein letztes Mal ein und nochmal räkeln und strecken. In alle Richtungen und gähnen. Arme öffnen, stolz und aufrecht. Und ausatmen, entspannen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Freut mich immer, wenn du dabei bist. Wenn du Lust hast, natürlich gerne bei meinem nächsten Workout wieder dabei sein. Falls du meinen Kanal noch nicht kostenfrei abonniert hast, gerne noch tun. Dann bekommst du nämlich immer Info, dass ich ein neues Video draufgestellt habe, aber nur, wenn du diesen grauen Button, diese Glocke neben dem Button auch drückst, dann bekommst du auch mal eine E-Mail, dass wieder ein neues Video da ist. Wenn du Lust hast, lade Freund oder Freundinnen ein, freut mich natürlich immer. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal.